Also, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Cryptocurrencies, rechtliche Fallstricke. Das habe ich ja rausgeschmissen, dass die Überschrift wäre sonst zu lang. Was wichtig ist, ich orientiere mich an Gründer und Unternehmer oder Unternehmen, weil viele rechtliche Problematiken und auch steuerliche Problematiken vor allen Dingen diese Personengruppe betrifft. Über mich, ich bin Rechtsanwalt, ich bin Steuerberater. Ich habe eine Kanzlei in Bonn und ein Steuerberatungsbüro in Andernach bei Koblenz. Mittlerweile beschäftige ich mich circa ein Jahr besonders intensiv, also nicht nur als Hobby, mit Cryptocurrencies. Und was mir halt da auffällt, das ist im Moment halt so eine Goldgräberstimmung. Ich weiß nicht, wer schon mehr Kontakt hatte. Es ist also eine gewisse Goldgräberstimmung dort, aber auch so ein Wildwest-Milieu. Da gibt es nach wie vor noch einen sehr hohen Beratungsbedarf, gerade in steuerlicher oder rechtlicher Hinsicht. Was wir heute machen, ich wollte erstmal ein paar Definitionen zum Thema Geld und Währung bieten, danach eine zivilrechtliche Einordnung von Kryptogeld. Das ist im Moment in Deutschland noch nicht so zutreffend behandelt worden. Dann gibt es die ominöse Recheneinheit der BaFin, worüber man häufiger mal stolpert und damit man das halt weiß. Und dann wollte ich halt über diese Recheneinheit auch noch das Kreditwesengesetz ansprechen, das Zahlungsdienstleisteraufsichtsgesetz, dann eine Zollproblematik, an die man mich oder über die ich häufiger mal stolper. Abschließend Smart Contracts und DAO. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand berührt hat. Das war jetzt mal vor 3 Monaten sehr aktuell. Oder 2 waren das sogar nur. Und dann zum Abschluss natürlich noch Umsatzsteuer und Ertragssteuer, dass wir auch die steuerlichen Komponenten haben. 2 Sachen vorweg. Wir haben 1 Stunde Zeit. Deswegen werde ich technisch das Ganze relativ flach halten und auch juristisch. Müsst ihr mir das nachsehen, dass ich in 1 Stunde jetzt nicht Zivil- und Verwaltungsrecht nachhole, sondern euch einfach nur dafür sensibilisiere, wo Probleme sind, wo ihr das vertiefen müsst, beziehungsweise wo ihr einfach externe Beratung einkaufen müsst, wo es dann einfach schwierig wird. Fangen wir an mit den Definitionen. Geld wird häufig synonym verwendet. Ich höre immer wieder Kryptowährung. Grundsätzlich ist Geld ein anerkanntes Zahlungsmittel. Das heißt, ich kann da erwarten, wenn ich irgendwas bekomme, dass ich das irgendwann später mal auch wieder als Zahlungsmittel nehmen kann. Und typischerweise befriedigt das gerade nicht meinen Bedarf, wenn ich das entgegennehme. Sonst wäre es kein Geld. Also wenn ich jetzt eine PlayStation gegen, was weiß ich, einen Bettenbezug tausche und ich brauche den, dann ist das so. Aber ich erwarte zum Beispiel nicht, dass die PlayStation gleichzeitig ein Zahlungsmittel für einen Dritten ist. Also klassischerweise akzeptiere ich das, um das weiterzutauschen. Viele kennen halt zum Beispiel Zigaretten, sind häufig in Krisensituationen oder auch in anderen unter anderen Umständen so eine alternatives Geld. Währung. Währung ist im Gegensatz zum Geld ein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist nicht nur anerkannt oder manchmal ist es gerade nicht anerkannt, wenn wir hohe Inflationen haben. Aber es ist von einer staatlichen Stelle herausgegeben. Das haben wir hier. Ein Unterschied zum Geld ist, es gibt einen Annahmezwang. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen gesetzlichen Anspruch habe, Schadenersatz oder so, ich kann den in Geld, also in einer Währung, zum Beispiel in Euro, begleichen. Devisen ist relativ simpel. Ist eine Währung von einem anderen Staat. Ja, da gelten natürlich auch so Sachen wie Schecks und Wechsel. Ich glaube, Wechsel kennen die meisten schon gar nicht mehr. Aber auch fremde Forderungen. Also wenn ich jetzt Lieferverbindlichkeiten ins Ausland habe und die werden dann halt zum Beispiel in Dollar geführt oder in Rubel, dann stellen das für mich halt auch Devisen dar. Sorten, wenn die meisten noch nicht gehört haben, ist einfach Bargeld einer ausländischen Währung. Sehr wichtig, E-Geld. Ja, viele Leute denken, Bitcoin, E-Geld, passt? Nein. Das klingt ja, sieht jetzt ein bisschen sperrig aus, das ist ein Schuldversprechen, oder das Schuldversprechen einer ausgebenden Stelle gegen Geld,
ja, was von Dritten als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Was bedeutet das? Klassischer Fall, zum Beispiel PayPal, sagt, okay, wenn du mir 10 Euro gibst, verspreche ich dir, dass ich einem Dritten diese 10 Euro ausbezahle. Das ist dieses Schuldversprechen. Warum habe ich hier das Ausrufezeichen gemacht? Naja, hier ist der Gesetzgeber unsauber. Der meint eigentlich eine Währung. Der hat da synonym Geld reingeschrieben. Aber selbstverständlich ist das nicht so, dass da alles akzeptiert wird, sondern nein, es muss eine Währung sein. So. Wichtig ist natürlich auch bei E-Geld, dass es von dritten Unternehmen akzeptiert wird. Wenn ich das nur intern für mich mache, dann habe ich natürlich kein E-Geld, ich habe dann nur einen Gutschein. Ja, da ist der Unterschied. E-Geld werden wir gleich beim Zahlungsdienstleister-Aufsichtsgesetz nochmal sehen. Das hat da nochmal als Definition eine Bedeutung. Hier nochmal zusammengefasst, Coins sind Kryptogeld. Es ist wirklich nur Geld, es ist keine Währung. Und das hat natürlich später für die rechtliche Einordnung viele Vorteile. Kommen wir zum Punkt, was ist Kryptogeld zivilrechtlich? So viele Juristen sind das gar nicht, die sich in Deutschland mit Bitcoins und so weiter beschäftigen. Aber es ist im Moment für die Juristen unter uns sehr, sehr schwierig, dieses Kryptogeld oder Bitcoin zu fassen. Wenn wir uns faktisch mal anschauen, was ein Coin ist, dann ist das ein bestimmter Wert auf einer Adresse. Das ist eine Zuordnung. Ich habe eine Datenbank und auf dieser Datenbank habe ich eine gewisse Verteilung. Ja? Der Coin hat generell deshalb den Wert, weil es eine gewisse Exklusivität gibt. Ich habe zum Beispiel 21 Millionen Coins und die kann ich einfach vermehren oder duplizieren, ohne dass da was kaputt geht an dieser Vereinbarung. Deswegen haben wir im Ergebnis von dem Ersteller der Software oder wem auch immer eine Zusage, dass wir auf dieser Datenbank eine bestimmte Zuordnung haben, die ich dann auch irgendwie beeinflussen kann. Also ich habe meine Adresse, ich habe meinen privaten Key und dann kann ich mit dem Teil, den ich habe, dementsprechend, der ist mir sicher, die Zuordnung kann nicht verändert werden und ich kann diese nutzen. Was bedeutet das? Im Ergebnis bedeutet das die Zusage, das ist ein Recht, das ist ein Schuldversprechen. Ja, viele wollen das gar nicht, viele wollen halt ein Coin, dass das etwas außerhalb unserer Rechtsordnung ist, was Neues. Und ich bin der Auffassung, das ist ein Riesenvorteil, wenn wir Coins grundsätzlich in unser Rechtssystem einbetten können. Warum? Ja, weil wir dann auf einmal sowohl das Zivilrecht anwenden können, als auch den Schutz des Grundgesetzes auf Eigentum haben, beziehungsweise dann dementsprechend die Grundrechte aus den anderen, zum Beispiel aus der Charta der Grundrechte, beziehungsweise von der Europäischen Union. Das ist der Vorteil, den ich hier in dem Fall sehe. Andernfalls könnte zum Beispiel der Gesetzgeber hingehen und sagen, okay, ist jetzt bisher noch gar nicht rechtlich erfasst und man hat zum Beispiel kein Eigentumsrecht an dieser rein fiktiven Zuordnung auf der Datenbank. So, kommen wir zu der Recheneinheit der BaFin. Die BaFin sieht in den Bitcoins, dafür hat sie das entschieden, aber das gilt dann natürlich analog für alle anderen Coins, eine Recheneinheit. Der Begriff Recheneinheit wurde im Rahmen der Richtlinie über Märkte und Finanzinstrumente 2006 eingeführt. Jeder, der sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt hat, weiß, das war natürlich vor dem Entstehen von der Bitcoin bzw. dem Bitcoin-Netzwerk. Und dementsprechend kann der Gesetzgeber überhaupt nicht an einen Bitcoin gedacht haben. Wenn man jetzt ein bisschen Rechtshistorie betreibt, merkt man, dass der Gesetzgeber so Sachen wie den EQ im Blickfeld hatte, was wirklich eine Verrechnungseinheit war, ein gewisser Warenkorb von Devisen, mit dem man halt versucht hat, bestimmte
Austauschverhältnisse oder bestimmte Werte abzudecken. Ja. Im Ergebnis bedeutet das, dass eine Recheneinheit eigentlich ein Warenkorb oder ein Konglomerat von Währungen ist. Ja. Das hat zur Folge, dass die Auffassung der BaFin eigentlich falsch ist. Also sehr wahrscheinlich, wenn ich mir die Rechtshistorie betrachte. Aber, das muss ich auch fairerweise sagen, dass man die BaFin auf jeden Fall nicht dazu bekommt, diese Rechtsauffassung zu ändern. Und auch die Justiz, also ich erwarte nicht, dass irgendein Gericht sagen würde, die Auffassung der BaFin ist falsch, weil wir sonst eine deutliche Regelungslücke haben. Grundsätzlich ist der Umstand, dass wir in Deutschland, also wir sind in Europa, haben wir als einzige die Recheneinheit im Kreditwesengesetz. Das ist jetzt im Moment ein Nachteil für uns, weil die anderen Jurisdiktionen das nicht haben. Aber dadurch, dass die BaFin sich jetzt schon festgelegt hat, sehe ich da mittelfristig für Unternehmen einen Vorteil drin. Über kurz oder lang werden die anderen Staaten mit der Regelung nachrücken müssen. Und da die diese Recheneinheit, also ein milderes oder eine niedrigere Schwelle, wie die Recheneinheit nicht haben, werden die, wie zum Beispiel Japan, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, die werden dann direkt auf Währung springen. Die werden dann sagen, okay, wir akzeptieren Bitcoin oder wir definieren Bitcoin als eine Währung. Und dann hätten wir eine deutlich dichtere Regelung, gesetzliche Regelung der Coins, als wie wenn wir sie über die Recheneinheit haben. So. Ja, Konsequenz, BaFin-Aufsicht. So. Ein kleiner Exkurs. Ich habe eben gesagt, BaFin-Aufsicht, die trifft in der Regel nicht jedermann. Also jetzt muss keiner Angst haben, wenn er sagt, ich habe zu Hause Bitcoins, dass er unter die Aufsicht der BaFin fällt, sondern es fällt immer typischerweise der Begriff in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb. Deswegen der kleine Exkurs, ich erkläre das gerade mal. Man muss halt qualitativ oder quantitativ mit Bitcoins agieren, handeln oder in Berührung sein, die eine kaufmännische Einrichtung erfordert. Was bedeutet das? Ja, ich muss nennenswerten Umsatz machen. Ich muss Beschäftigte haben. Ich muss Betriebsvermögen haben und so weiter. Das geht in Richtung Gewerbebetrieb. Kriegen wir gleich auch nochmal eine Definition zu. Also ich muss ernsthaft und quasi beruflich mich mit Coins beschäftigen, dann sagt man, okay, du brauchst einen kaufmännischerweise eingerichteten Geschäftsbetrieb und ab dem Punkt unterliege ich dann auch der Aufsicht der BaFin. So, Kreditwesengesetz. Da haben wir es nochmal, der kaufmännische Betrieb, ja. Und was natürlich auch dazu gehört, Finanzdienstleistungen. Ich denke mal, das ist relativ klar, dass nicht jegliche gewerbsmäßige Tätigkeit unter die Aufsicht der BaFin fällt. Nein, es sind bestimmte Finanzdienstleistungen, typischerweise Anlagevermittlung, Beratung, multilaterales Handelssystem, also das sind diese klassischen Börsen, Bitfinex, Poloniex und so weiter. Aber auch, und das hat schon einige Leute erwischt, der Eigenhandel. Ja, es bietet sich gerade auf den Börsen an, da mal einen Bot drüber laufen zu lassen, der dann halt quasi Daytrader ist. Haben einige gemacht. Das hat auch am Anfang im Gegensatz jetzt zu einer richtigen Börse noch richtig Sinn gemacht, weil da war das Handelsvolumen noch nicht so ausgereizt. Und da hat die BaFin echt ab und zu mal reingekrätscht, weil die Hürde ist da jetzt nicht so hoch. Die ist relativ dünn zwischen der Vermögensverwaltung, die ja eigentlich jeder machen darf. Und das macht auch keinen Unterschied, ob ich zum Beispiel 20 Millionen Euro verwalte, weil ich halt so viel geerbt habe, oder halt 20.000. Entscheidend ist halt wirklich die Frequenz. Mache ich das zum Beispiel maschinell? Das gibt's auch. Die BaFin hat auch hier einmal einen rausgefischt, der hat klassischerweise dieses Bargeschäft gemacht. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal damit Berührungspunkte hat. Es gibt zum Beispiel sehr viele Miner, die halt einfach ihre Bitcoins nur bar verkaufen. Und der hat dann natürlich ein Geschäftsmodell gemacht, dass er die Leute abgeklappert hat.
regelmäßig und dann halt entsprechend Discount angeboten. Und dann kam die BaFin halt zum Ergebnis, ja, der macht das gewerblich. Okay. Was bedeutet das, wenn ich unter die BaFin falle oder die Aufsicht der BaFin falle? Alle diese Tätigkeiten, die Finanzdienstleistungen, unterliegen dann dem sogenannten Erlaubnisvorbehalt. Das Wichtigste, was ich da jetzt hervorheben möchte, ist, man muss das vernünftig kapitalisieren, das Unternehmen. Ja, 50.000 ist da jetzt relativ wenig. Und ich brauche einen zuverlässigen und fachlich geeigneten Geschäftsführer. Das wird für viele Leute eine Hürde sein oder für viele Startups. Der muss 3 Jahre in verantwortlicher Position in einer Finanzdienstleistung gearbeitet haben und noch sonstige Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel nicht vorbestraft sein und so weiter. Das sind die Hauptanforderungen, die BaFin stellt. Natürlich, ich muss dann einen Antrag stellen, der kostet Geld. Ich muss aufpassen, dass ich eine vernünftige Organisationsform habe, dass ich halt darlegen kann, dass mein Unternehmen halt sauber und rund läuft, dass ich das auch nachweisen kann und so weiter. Ja, aber das sind die Hauptpunkte, wo ich merke, dass die Startups am ehesten Schwierigkeiten haben, über diese Hürde zu springen. So, das Zahlungsdienstleisteraufsichtsgesetz ist ein Sonderfall. Es gibt natürlich, oder was heißt ein Sonderfall? Das erfasst alle die Sachen oder alle die Dienstleistungen, die jetzt nicht vom Kreditwesensgesetz erfasst wurden, nämlich typischerweise die Transferleistungen mit E-Geld. IOU habe ich einfach mal reingeschrieben. Das ist der klassische Begriff, wenn man in Foren unterwegs ist, wo man dann halt im angelsächsischen Bereich das Vergleichbare findet, diese Zahlungsversprechen. Was macht ein Zahlungsdienstleister grundsätzlich? Der organisiert die Ein- und Auszahlung. Also der macht jetzt kein Einlagengeschäft, keine Beratung und so weiter, sondern er ist klassischerweise derjenige, der Ein- und Auszahlungen ermöglicht, sei es mit Karte oder was auch immer. Dann auch diese Sachen wie Lastschrift, Zahlungsauthentifizierung und Transfer. Typischerweise sind das alles Dinge, die jetzt keine Anlage sind, keine Beratung sind, aber wo er, wenn es auch nur wirklich für einen kurzen Zeitpunkt ist, das Geld innehat. Ja? Und das ist auch wirklich das, was wichtig ist, was man sich halt mitnehmen muss. Warum hat der Gesetzgeber gedacht, ich brauche hier eine Reglementierung? Warum ist das so sensibel? Naja, weil diese Anbieter für einen kurzen Moment, mindestens kurzen Moment, einfach über euer Geld verfügen kann. So, und das wollte man nicht für jeden zulassen, und aus dem Grund wird das besonders reglementiert. Das ist auch der Grund, warum Coins in der Regel eben nicht unter dieses Gesetz fallen, weil wir haben meistens ein Peer-Netzwerk. Das heißt, wenn ich Geld überweise von meinem Client, dann läuft das in der Regel von Client to Client. Ja, bin ich zum Beispiel auf einer Börse unterwegs, ja, dass ich da halt Geld in einem Hot Wallet habe, dann bin ich entweder sowieso schon vorher bei einem Kreditanbieter, also Finanzdienstleister im Kreditwesengesetz, oder halt spätestens dann bei dem Zahlungsdienstleister. Ein anderer Punkt bei den meisten Coins, also ich denke mal so 90%, die Wertbildung ist dort dezentral, Angebot, Nachfrage. Wir haben da keine Bindung an eine Währung oder an einen sonstigen Wert, sondern das ist halt wirklich nur Angebot und Nachfrage. Und auch hier habe ich dann kein bestimmtes Zahlungsversprechen. Ja. Hier unten ist natürlich der andere Fall, Achtung, also diese Fiat-gedeckten, also sprich die mit einer Währung verknüpften Coins, die würden dann halt natürlich relativ schnell in eines der beiden Gesetze fallen, je nachdem, wie man das ausgestaltet. Also selbst wenn ich das in einem Peer-Netzwerk laufen lassen würde, wäre ich trotzdem jemand, der sagt, okay, du kannst das bei mir gegen die entsprechende Währung zu dem und dem Wert zurücktauschen. Dann habe ich auch wieder das Zahlungsversprechen. Okay,
Geldwäschegesetz. Da haben erfahrungsgemäß immer sehr viel Unternehmen oder Startups Angst, dass sie da reinfallen oder unter diese Regelung fallen. Die ist natürlich auch, also grundsätzlich alle dieser drei Gesetze sind strafbewehrt, aber hier ist dann halt immer die Angst, okay, ich bin organisierte Kriminalität und so weiter. Da kann ich jetzt direkt Entwarnung geben. Coins unterfallen grundsätzlich der Regelung, dass das Güter sind. Ja, also es ist so paradox, aber wenn man überhaupt sagt, dann ist ein Coin ein Gut. Und da ist die Aufsicht halt nur vorhanden, wenn man halt die herausgibt gegen Bargeld oder E-Geld. Ja, und wer bisher schon mal bei einer ICO mitgemacht hat, also so ein Initial Coin Offer, wird mitbekommen haben, die meisten Altcoins werden halt gegen Bitcoins rausgegeben. Und wir haben eben festgestellt, ist weder Bargeld noch E-Geld. Das finde ich ehrlich gesagt dann am wenigsten, wo man sich Gedanken machen sollte. Auch hier wieder Vorsicht, wenn ich im Rahmen des Kreditwesengesetzes schon als Finanzdienstleister qualifiziert bin, dann habe ich natürlich andere Vorschriften, warum ich dann dem Geldwäschegesetz unterliege. Das werdet ihr bestimmt merken, wenn ihr auf irgendwelchen Börsen seid. Ihr müsst euch da in der Regel verifizieren. Das kommt aus dem Kreditwesengesetz, dass die Menschen dort oder dass die Unternehmen dort als Finanzdienstleister definiert sind und die haben natürlich andere Herangehensweisen. Die müssen halt dementsprechend mehr Pflichten übernehmen im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Gut. Zoll. Es gibt immer mal wieder Diskussionen darüber, was ist, wenn ich mit Bitcoins über die Grenze gehe. Es gibt doch diese 10.000 Euro Anmeldepflicht, wenn ich mit Bargeld über die Grenze gehe. Ganz ehrlich, mir ist das noch nie passiert. Also ich hatte noch nie 10.000 Euro in Bitcoins in der Tasche, aber die Zollverordnung sagt Bargeld oder gleichgestellte Zahlungsmittel. Und wenn man sich das ganz genau anschaut, verweisen die halt wieder aufs Kreditwesengesetz und da fällt dann halt Bargeld, Gold oder E-Geld drunter. Bitcoins definitiv eben nicht. Ja? Das bedeutet halt, ich kann halt mit beliebig viel Geld über die Grenze gehen oder Geld in Bitcoins, ohne dass ich halt irgendwelche Zollvorschriften verletze, zumindest deutsche nicht. Also ich rede jetzt auch grundsätzlich nur über das deutsche Recht. Wenn das international anders geregelt ist, kann das sein. Dann ist auch die Frage, wann die Coins beim Grenzübertritt vorliegen, fast schon unbedeutend. Ja? Wenn das jemanden interessiert, ich bin der Auffassung, dass ein Coin dann rechtlich vorliegt, wenn er auch offline verwertbar ist. Also wenn ich hier irgendwie nur die Zugangsdaten von einem Hot Wallet habe oder von irgendeinem Depot, dann reicht das nicht. Aber ein klassisches Paper Wallet oder wenn die Coins meinetwegen auf meinem Handy gespeichert sind, sodass ich die halt offline verwerten kann, dann würde das halt für mich beim Grenzübergang vorliegen. Smart Contracts. Hat jemand schon mal Kontakt mit Smart Contracts gehabt? Okay. Das ist gut. Geht das Benutzung davon an oder reines Wissen über diese? Nein, reines Wissen. Es gab also jetzt, ich denke mal, jeder hat unwillkürlich schon mal Kontakt mit Smart Contracts gehabt, aber jetzt einfach nur das Wissen. Das war jetzt Slockit, kennt Slockit irgendjemand? Deutsche Firma. Die haben gedacht, sie können sich da mal dran versuchen. Ja, das Ergebnis hat man wohl leidlich erfahren müssen. Smart Contracts sind eigentlich softwaregesteuerte Vertragsausführungen. Ja, da gibt es viel das, was man herein interpretiert. Letzten Endes ist es so,
ich habe eine juristische Regelung, die übertrage ich in Software und hoffe, dass die Bedingungen, die ich brauche, um diese juristischen Regelungen auszuführen, dass die von der Software zutreffend erkannt werden und dass die richtig reagiert. Bekannt ist das Smart Contract, den eigentlich jeder kennen dürfte, ist das Mining. Ja, wenn ich Bitcoins mine, das ist letzten Endes eine Auslobung, wo man gesagt hat, okay, wer eine bestimmte Rechenaufgabe, nämlich den Block zu errechnen, als erster löst, bekommt dann dementsprechend 25 Bitcoin. Ja, dieser Smart Contract funktioniert sogar recht gut, sprich seit 7 Jahren. Was man bisher noch sehr stiefmütterlich behandelt hat, ist, und das ist also jetzt meine Auffassung, mit einem Smart Contract kriege ich im Moment keinen originären und wirksamen Vertragsschluss hin. Ja? Wenn ich irgendjemand Software zur Verfügung stelle, kann in der Regel diese Person die Software nicht lesen oder tut es auch nicht. Meistens ist es so, ich habe in einem anderen Medium, meinetwegen einer Webseite oder so, biete ich die Vertragsbedingungen an und behaupte, die wären so in der Software. Ja? Das ist in dem Sinne kein Vertragsschluss. Und die Software als solches wird dann auch nicht direkt Gegenstand des Vertrages. Ja? Man kann natürlich, also wenn ich jetzt das Angebot auf dem Bildschirm lese, also meinetwegen ist es eine Webseite, ich lese das Angebot und ich nehme das an, indem ich zum Beispiel einen Smart Contract abschließe, dann ist bitteschön diese Webseite das Angebot und wenn irgendwas schief geht, müsste sich mein Vertragspartner an seine Webseite halten. So, was ich natürlich machen kann, man kann vereinbaren, dass man die Vertragsausführung, nicht den Vertrag selber, dass man die Vertragsausführung dann durch einen durch die Software übernehmen lassen kann. Ja? Wo sind die Unterschiede dann? Naja, wenn es in der Software zu Fehler kommt, also sprich, das, was auf der Webseite geschrieben steht, steht nicht 100% oder ist nicht 100% das Gleiche, wie die Software das ausführt, dann gilt natürlich das, was auf der Webseite stand. Ja, und das Nächste, was natürlich auch noch sehr, sehr relevant ist, meiner Auffassung nach, unterliegen diese Smart Contracts, weil man die halt gerade nicht liest, auch der AGB-Kontrolle. Ich frage mal nach, hat irgendjemand, also weiß jeder, was man unter allgemeinen Geschäftsbedingungen versteht. Das sind immer diese grauen Schriftgröße 7-Teile, die man eh nicht liest. Ja? Und da der Gesetzgeber davon ausgeht, dass man sowas nicht liest und sich auch nicht irgendwie diese 20 Seiten durchwälzt, sagt er, okay, da darf man dementsprechend auch nicht alles reinschreiben. Es darf nicht überraschend sein, es darf nicht benachteiligen und so weiter und so fort. Bedeutet, dass ich im Rahmen von Smart Contracts auch wirklich nur eingeschränkt regeln kann oder vereinbaren kann als Unternehmer. Was sind jetzt DAOs? DAO, das bedeutet halt, es ist Englisch und auf Deutsch bedeutet, kann man super übersetzen, dezentrale anonyme Organisation. Das ist im Ergebnis nichts anderes, als dass man einen Gesellschaftsvertrag als Smart Contract ausgestaltet. Ja, wurde extrem gehypt Anfang dieses Jahres. DAO Hub hat $143 Millionen eingesammelt. Das sollte eigentlich so ein Fonds werden. Ja, und ist dann ganz schnell und auch ganz rapide gescheitert. Was ich persönlich als auffällig sehe, ist, das Versprechen wird in der Regel nicht eingehalten. Ja? Also diese DAOs sind eben nicht immer dezentral. Man versucht das zwar, man behauptet das zwar, es gibt da offiziell niemanden, ja? Aber wir haben halt gesehen, nachdem DAO Hub aufgelöst wurde, dass es da doch eine Interessengruppe gab, die faktisch Einfluss auf die DAO hatte und
auch einen Vorteil davon hatte, also sprich, die das initiiert haben. Und die wären dann halt dementsprechend auch Ansprechpartner. Es wurde ja auch stellenweise problematisiert, ob man jetzt die Gruppe um Slockit und Vitaly nicht irgendwie in verklagt auf Schadenersatz. Wir haben seit Mitte des letzten Jahres das Kleinanlegerschutzgesetz, was gerade den grauen Kapitalmarkt regeln soll und gerade verhindern soll, dass man halt über Umwege, über besondere Gestaltung und so weiter Anleger, die halt nicht so erfahren sind, im Ergebnis über den Tisch zieht. Und da der Gesetzgeber sich bewusst war, dass es halt viele Modelle gibt, hat er dementsprechend auch den Gesetzesrahmen entsprechend weit ausgelegt. Und aus dem Grund kann man sagen, dass auch vor dem Gesetz die DAOs nicht zwingend dezentral sind, sondern man sucht sich dann halt einfach die wirtschaftlich Bevorteilten raus und sagt, ihr seid dafür verantwortlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine DAO aufziehe, sage ich, bin gar nicht Eigentümer, aber ich kriege zum Beispiel, sagen wir mal, 20.000 Dollar pro Monat für die Verwaltung davon, ich mache für euch die Buchhaltung oder was auch immer, dann muss ich damit rechnen, dass ich über das Kleinanlegerschutzgesetz als Berechtigter davon angesehen werde und dann indirekt auch zur Verantwortung gezogen. Ein anderes Risiko, was viele Menschen übersehen, ist, eine DAO ist nicht geregelt. Und wenn ich natürlich einen Zusammenschluss von Menschen habe, die auf ein Ziel, und das ist ja natürlich dann die Erfolgswirksamkeit von meinem Projekt, die auf ein Ziel hinarbeiten, habe ich immer eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Ja? Das fängt schon an, wenn ich gemeinsam in Urlaub fahre und dann mir den Mietwagen teile und das Hotel teile und so weiter und so fort. Da kann man schon überlegen, ist das eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts? Erst recht bei sowas wie einer DAO. Ja? Und der Riesennachteil für die Anleger einer solchen DAO ist natürlich, ich hafte mit meinem Privatvermögen. Ja? Das ist nicht so wie bei einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH oder einer Kommanditgesellschaft oder einem Verein. Ja, Verein ist, dass ich meine Einlage mache und wenn die weg ist, ist die weg. Nein, ich habe eine Nachschusspflicht. Ich hafte mit meinem vollen Privatvermögen. Ist natürlich relativ schwierig, wenn ich einfach nur pseudonymen Coin überwiesen habe. Aber ich wäre da vorsichtig, wenn man halt merkt, dass ich, also wenn ich aus irgendeinem anderen Grund mal publik gemacht habe, dass ich Inhaber von Anteilen einer DAO bin, dann kann es durchaus mal sein, dass sich der ein oder andere, der einen Anspruch gegenüber dieser DAO hat, sich an mich wendet und dann gerne den Schaden bezahlt haben will. Wohlgemerkt bei einer GbR, die Inhaber haften oder die Gesellschafter haften gesamtschuldnerisch. Das heißt, jeder haftet erstmal für alles und dann können die untereinander das aufteilen. Ja, also wenn einer erwischt wird, der darf dann halt meinetwegen die 60 Millionen bezahlen und der kann sich dann halt Mitgesellschafter suchen, die ihm dann beim Bezahlen helfen, aber er hat dann erstmal das Problem. So, kommen wir zum Thema Steuern und zum Thema Umsatzsteuer. Die Luft ist bei der Umsatzsteuer jetzt ziemlich draußen. Ja, das war mal ein heißes Eisen in Deutschland, weil die Finanzverwaltung das anders gesehen hat. Da das ab und zu nochmal thematisiert wird, habe ich es hier auch nochmal aufgeführt. Es gibt jetzt dieses EuGH-Urteil. Es gab einen Herrn Hedquist, der hat halt sehr, sehr intensiv sich mit dem Mining beschäftigt und kam dann auf die eigentlich clevere Idee zu sagen, okay, die Bitcoins sind umsatzsteuerpflichtig und dementsprechend habe ich den Vorsteuerabzug für meine Miner, die ich gekauft habe, für meine Stromkosten, Miete und so weiter und so fort. Unter dem Aspekt, nämlich dass die Finanzverwaltung dem Geld zurückzahlen sollte, haben die natürlich Nein gesagt. Ja, das war auch nicht in Deutschland, meines Wissens nach in Schweden. Und er hat das natürlich nicht akzeptiert und hat das dem EuGH vorgelegt. Der EuGH meinte dann halt, okay, ja, ist eine Ware in dem Sinne, und damit steuerbar, aber ist als Finanzdienstleistung steuerfrei. So. Damit war auch die Auffassung
unserer Finanzverwaltung hier in Deutschland vom Tisch, die damals noch der Auffassung war, es ist steuerpflichtig, also umsatzsteuerpflichtig und auch nicht frei. Ja, die Begründung vom EuGH war halt, dass es halt eher einem Zahlungsmittel angenähert sei und dementsprechend da es auch eine Befreiung gibt. Ich persönlich finde, und also auch die Mehrheit, ist natürlich so, dass die Begründung des EuGH interessengerecht ist. Also es macht wirklich Sinn. Es ist jetzt von der Systematik her nicht wirklich so, dass man das hätte befreien müssen. Die Finanzverwaltung, also die deutsche Finanzverwaltung lag da nicht falsch, aber wo das Problem ist und warum der EuGH das dann auch so formuliert hat, ist natürlich, wir haben nicht diese typische Lieferkette, ja, bei den Coins. Normalerweise, ich stelle ein Produkt her, ich verkaufe das einem Händler, der verkauft es vielleicht noch einem Händler und dann geht das an den privaten Verbraucher. Ja. Bis auf den privaten Verbraucher haben alle Unternehmen in der Regel den Vorsteuerabzug oder könnten den haben. Ja. Das heißt dann so klassischerweise Allphasen-Netto-Prinzip, das ist ein Riesenwort, was gerade diese Lieferkette beschreibt. Und da passt der Coin natürlich nicht rein, weil der Coin ist typischerweise ein Gegenstand, der in einem Kreislauf lebt. Ja, ich gebe einem Unternehmer einen Coin, der bezahlt dann mit seinen Arbeitnehmer, die bezahlen dann dementsprechend wieder Waren und so weiter und so fort. Und da hätte ich natürlich ein immenses Problem, wenn ich da Umsatzsteuer draufhauen würde. Weil wenn jetzt ein Unternehmer zum Beispiel einen Coin von einem Verbraucher annimmt, hat er keinen Vorsteuerabzug. Das heißt, jeder Verbraucher hätte oder bei jedem Verbraucher wäre im Ergebnis der Coin 19% weniger wert als bei einem Unternehmer. Und aus dem Grund finde ich natürlich die Lösung für die Geldfunktion von Coins unabdingbar. Ja. Hier auch wieder aufpassen. Colored Coins, das sind halt Coins, die mit irgendwas belegt sind, also sprich Leistungen oder ich frage es mal andersrum. Wer von euch weiß nicht, was ein Colored Coin ist? Gut, ja, tut mir leid. Und zwar folgendes. Ich kann natürlich einen Coin wie ein Bitcoin rausgeben. Das ist kein Problem. Ich kann einen Coin aber auch nutzen, um ideelle Anteile an irgendetwas darzustellen. Ja, ganz geschickt oben bei DAO haben wir das gesehen. Da gebe ich im Ergebnis einen Coin raus, der halt einfach 100% von meinem Unternehmen widerspiegelt. Ja, also ich gebe 100 Coins raus und irgendjemand kauft dann einen Coin von dieser DAO, hat er 1% an meinem Unternehmen erworben. Ja, genauso gut kann ich das natürlich auch direkt an Leistungen knüpfen. Ja, ich kann halt sagen, ich mache, eine Ü30-Party und anstelle, dass ich da Eintrittskarten verkaufe, verkaufe ich 400 Coins. Ja, und ein Coin erlaubt mir dann da Eintritt auf die Ü30-Party. Ein solcher Coin wäre natürlich aufgrund seiner konkreten Funktion kein Gutschein mehr, sondern oder kein umsatzsteuerfreier Gutschein mehr. Ja, weil da jetzt eine konkrete Leistung dahinter liegt. Und das wären dann sogenannte Colored Coins. Ja, Vorteil von so einem, also es klingt jetzt erstmal umständlich, aber ich habe natürlich einen riesen Vorteil, dass ich die Infrastruktur nutzen kann. Ich kann wunderbar nachschauen, die sind fälschungssicher, ich kann die relativ fix übertragen und so weiter. Also von daher ist das ein großes Anwendungsfeld. Aber wenn ich sowas natürlich habe, ich habe also nicht mehr nur einen reinen Geldwert, sondern halt ich habe schon eine konkrete Leistung dahinterlegt, immer mal wieder im Hinterkopf behalten, es ist gegebenenfalls nicht umsatzsteuerfrei. Ertragssteuer. Ja, also vielleicht mal gerade zurück. Umsatzsteuer, dass man das auseinanderhält, ist eine Verkehrssteuer. Also ich muss dafür keinen Gewinn haben. Ich kaufe etwas und durch diesen Verkehr der Waren habe ich automatisch schon fällt die Steuer an. Bei der Ertragssteuer sagt das Wort schon grundsätzlich, ich muss da einen gewissen Ertrag haben. Ich vereinfache das hier. Ich behandle Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer in einem. Ja, auch wenn ich jetzt einen Fokus auf Ertragssteuer lege. Körperschaftssteuer wird parallel laufen und Gewerbesteuer analog. Die Unterschiede
brauchen jetzt hier in dem Vortrag nicht zu interessieren. Privatpersonen. Auch wenn das sich hier an Unternehmer richtet, habe ich die Privatpersonen nochmal aufgenommen, damit man sehen kann, wo hier der Unterschied besteht. Also, was wird grundsätzlich besteuert? Bei einer Ertragssteuer wird natürlich immer nur der Gewinn besteuert. Das heißt nicht das Innehaben von Coins, sondern ich brauche eine Wertsteigerung. So. Es gibt dann halt, also die Coins werden in § 23 ESTG, das ist jetzt nicht wichtig, muss man sich jetzt nicht merken, wo das steht, besteuert. Aber es heißt, also ganz wichtig, dass man weiß, das sind sonstige Einkünfte. Es sind keine Kapitaleinkünfte. Ja, das hat jetzt nichts damit, auch wenn das so eine ähnliche Art der Gewinngenerierung ist, fällt halt nicht unter Kapitaleinkünfte, sondern es sind sonstige Gewinne. Und dementsprechend haben die eigene Regelung. Ein Coin ist grundsätzlich kein Gegenstand des täglichen Gebrauchs. Ja, es gab immer schon mal, also ich habe immer mal wieder gehört, so ja, ist doch kein Problem, ich zahle damit jeden Tag und so weiter, deswegen steuerfrei. Nein, bei Gegenständen des täglichen Gebrauchs, darunter versteht man wirklich halt auch Sachen, die man halt abnutzt, die dann halt in der Regel auch am Ende nichts mehr wert ist. Klassischerweise der Föhn, der Staubsauger und so weiter. Darunter fallen ja Coins grundsätzlich nicht. Die werden nicht schlechter, wäre ja auch oder nutzen sich ab, wäre ja auch dann mit der Geldfunktion sehr, sehr schwierig. Ja. Was wird besteuert, hatte ich eingangs schon gesagt, der Gewinn. Ja. Und zwar, wenn er sich realisiert hat. Das bedeutet halt, zum Beispiel, ich habe mir im Oktober letzten Jahres Bitcoin gekauft. Die waren damals 260 Euro wert und liegen jetzt bei 530. Ja, wenn ich mir die damals gekauft habe und die liegen jetzt bei mir immer noch da, dann habe ich zwar virtuell eine Gewinnsteigerung realisiert von knapp 300 Euro, Entschuldigung, nicht realisiert, einen Gewinn, virtuellen Gewinn gemacht von 300 Euro, aber ich habe ihn nicht realisiert. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Realisiert habe ich ihn dann, wenn ich mein Vermögen irgendwie umschichte. Da muss man halt wirklich aufpassen. Also wenn ich mir etwas kaufe, ja, dann habe ich mir einen Gegenwert gekauft für diese 260 oder 230 Euro. Damit habe ich den realisiert. Ich realisiere den aber auch, wenn ich mir Altcoins kaufe. Kurze Frage, wer weiß nicht, was ein Altcoin ist? Also ist ein Alt, also ja, die meisten Leute kennen Bitcoins, ja. Wir haben aber, sagen wir mal, 300, 400 Coins im Moment auf dem Markt. Ja, also es gibt also 300, 400 Coins, die aktiv verwendet werden und da halt die bei weitem nicht die Bedeutung oder die Marktmacht haben wie Bitcoin, werden die zusammengefasst unter alternative Coins, also Altcoins. So. Und da passieren halt häufig Umschichtungen. Ja, dann steigt der eine, wie bei Aktien, dann investiere ich in den, dann läuft der gut, dann investiere ich in anderen und so weiter. Jede dieser Umschichtungen ist steuerlich relevant. Ja, mache ich da einen Gewinn, muss ich natürlich den versteuern. Mache ich da Verlust, sollte ich mir den natürlich irgendwie realisieren, dass ich den später mit Gewinnen gegenrechnen kann. Was sehr, sehr angenehm ist für Privatpersonen, ist, wenn ich einen Coin ein Jahr halte. Das heißt, wenn ich im Oktober für 260 Euro Bitcoins gekauft habe und ich warte jetzt noch bis Oktober und die Haltefrist von einem Jahr ist vorbei, dann ist der Coin oder ist die Realisierung von dem Coin auch für mich steuerfrei. Ja, wer noch vor der Abgeltungssteuer mit Aktien unterwegs war, da gab es das damals auch noch, diese Haltefrist von einem Jahr. Ja. Und was natürlich auch noch angenehm ist, oder was man wissen sollte, es gibt einen Freibetrag von 600 Euro. Also wenn ich jetzt so ein bisschen mal einen Bitcoin habe und mal einen Gewinn mitnehme oder wie auch immer, ja, keine Panik, man hat 600 Euro Freibetrag. Ja, das gut. Muss man dann auch nicht in der Steuererklärung angeben? Wenn nein. Genau, muss man nicht angeben. Ich wäre auch relativ vorsichtig, weil Finanzämter haben extreme Schwierigkeiten damit. Also die können das noch nicht so wirklich gut greifen. Ich würde die nicht bösartig machen. Also wenn ich genau weiß, ich bin deutlich unter den 600 Euro, dann mache ich auch keine Steuerhinterziehung, wenn ich es nicht angebe. Ja, und dann bin ich damit eigentlich safe. So, jetzt kommen wir zum Unternehmen. Unternehmen ist im Unterschied zu den Privatpersonen
dann, wenn ich einen Gewerbebetrieb habe oder betreibe. Ja? Hier ist nochmal im Kurzen die Definition oder die wichtigsten Punkte. Man muss selbstständig tätig sein, also man ist nicht angestellt und mit Gewinnerzielungsabsicht. Ja? Was rausfällt, ist Land- und Forstwirtschaft, Freiberufler und natürlich die eigene Vermögensverwaltung. Das, was ich halt zum Beispiel gesagt habe, wenn ich 20 Millionen Euro verwalten muss, weil ich reich geerbt habe und vielleicht 1, 2 Angestellte schon mittlerweile dafür habe, die das machen, das ist auch noch Vermögensverwaltung. Zusammengefasst, also die Definition muss sich keiner merken, aber was man sich merken muss, wenn ich geschäftlich, ernsthaft geschäftlich aktiv werden will, dann bitteschön muss ich davon ausgehen, dass ich einen Gewerbebetrieb habe. Was ändert sich bei einem Gewerbebetrieb zum Vergleich zur Privatperson? Naja, ich mache eine Besteuerung durch Betriebsvermögensvergleich. Das heißt, ich habe nicht nur die Coins, ich habe mein gesamtes Betriebsvermögen drin. Also sprich auch PC, Büroräume, vielleicht Kfz und Angestellte. Ja? Und was natürlich auch noch wichtig ist, dann gilt auch die Einjahresregelung nicht mehr. Ja, also wenn ich jetzt ein großes Invest gemacht habe und ich kann 10 Jahre warten, nach wie vor, also es ist halt so, ich rechne einfach dann für jede Periode ab, was habe ich am Ende des Jahres, wie viel ist mein Unternehmen wert am Ende des Jahres und ziehe das dann halt, was es am Anfang des Jahres wert war, ab und die Differenz muss ich versteuern. Ja, im Ergebnis kann man da festhalten, ohne kleiner Rechtschreibfehler, dass sämtliche Dienstleistungen, Waren rund um Coins damit grundsätzlich steuerpflichtig werden. Also das habe ich auch schon häufig gehört, dass man sagt, okay, ich projiziere das alles auf einen Coin und habe dann die Wartefrist und so weiter und so fort. Nein, es ist wirklich so, jegliche ernsthafte Tätigkeit, Dienstleistung oder Vertrieb von Waren sind nach dem deutschen Steuerrecht steuerpflichtig. Das bedeutet auch, dass Mining und Forging steuerpflichtig ist. Weiß was jemand, was Forging nicht ist? Okay. Es gibt halt Coins, die müssen gemined werden, also sprich, da müssen halt die Coins noch gefunden werden. Und es gibt halt Coins, die sind pre-mined, also die sind komplett von Anfang an da, die werden halt auch verkauft. Und da wird die Blockchain durch das sogenannte Forging-Schmieden weiterentwickelt. Ist ein minimaler Unterschied. Der Rechenaufwand ist hier hinten deutlich geringer in der Regel. Ja, aber auch da, bei beidem handelt es sich im Ergebnis um eine Dienstleistung. Und beides ist steuerpflichtig. Ja, das Finanzamt sieht das, im Moment noch nicht so. Die sind jetzt noch, sagen wir mal, 6 Jahre zurück, wo jeder so ein Client auf seinem Rechner hat mitlaufen lassen und dann ab und zu mal einen Block gefunden hat. Nein, heutzutage ist logischerweise Mining eine gewerbliche Tätigkeit. Ja, ich werde das im Finanzamt nicht sagen, aber ihr müsst damit rechnen, dass wenn ihr das nicht angebt, irgendwann mal das Finanzamt an euch herantritt. Forging haben die noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, also wenn ihr euer Finanzamt anruft und sagt, ich forge für irgendeinen Coin, sagen die schön. Ja, ihr könnt ihnen das gerne erklären, aber dann zahlt ihr auch Steuern dafür. Ja, würde ich mir überlegen. Gut, Fazit. Was ich möchte, dass ihr mitnehmt, ist, dass die rechtlichen und steuerlichen Anforderungen in dem Bereich, also im Bereich Kryptowährungen, Kryptogeld sehr hoch sind. Ja? Aber es ist wirklich machbar. Also wenn ihr euch da reinarbeitet und auch euch Unterstützung holt, könnt ihr das sehr gut bewältigen. Und was ich halt auch Erfahrung gemacht habe, ist, dass Deutschland mit seiner Regelungsdichte im Mittelfeld liegt. Ja? Viele treten an mich heran und sagen, so nicht, will ich in Deutschland nicht gründen und so weiter. Nein. Wir sind recht gut aufgestellt, wir haben unsere Anforderungen, aber wir liegen da im Mittelfeld. Und was ich auch betonen möchte, ist, von den Kosten her, ein Unternehmen in diesem Fintech-Bereich zu starten, sind wir in Deutschland noch relativ niedrig. Ja? Also da sind die Schweizer, die jetzt im Moment durch Ethereum favorisiert wurden, deutlich höher. Ja? Also die liegen mindestens beim Doppelten. Und aus dem Grund sollte man sich halt wirklich überlegen, dass Deutschland doch gar nicht mal
so cryptocurrency-feindlich ist. Gut. Dann von meiner Seite erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ihr habt die Möglichkeit, jetzt noch, ich glaube, 5 Minuten Fragen zu stellen oder später nachher beim Bier. Ich habe jetzt vor kurzem von einem Zahlungssystem namens Knotada gehört, wo dann auch so Mints existieren, die dann auch von der Finanzaufsicht genehmigt werden müssen. Und dafür wurde eine Menge Geld benötigt. Ja. Hier der Kollege meinte, er hat Knotada angesprochen. Es ging darum, dass man ca. 1 Million brauchen würde, um dann die aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Das ist ungefähr, trifft das zu. Je nachdem, welche Regelung man haben muss, ob man eine Prospektpflicht hat bei dieser Veröffentlichung und die Gebühren und so weiter und so fort. Rechtsanwälte sind in dem Bereich sehr, sehr teuer. Das kommt auch noch dazu. Also von der 1 Million, das kommt durchaus hin. Und ich weiß auch, dass Knotada im Gegensatz zu den anderen Coins bemüht ist, eine nicht anonyme Währung rauszubringen. Also Bitcoin ist ja pseudonym. Ja, also man kann halt das jemandem zuordnen, aber man weiß nicht, wer das ist. Ja? Und weil Knotada nur auf einer Seite anonym ist. Ja, das stimmt. Ja, aber die geben sich da sehr viel Mühe. Die wollen halt gerade auch zum Beispiel Steuerausfälle verhindern. Was natürlich bei Coins immer so zutreffenderweise im Raum steht. Ja, also da kann man noch, wenn man es weiß, wie, ein gutes Stück am Fiskus vorbeiarbeiten. Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, was war die Frage dazu? Jetzt um so ein Mint, das könnte zum Beispiel als Genossenschaft gegründet werden, wo dann das Kapital von sehr vielen Personen aufgebracht wird. Ja, die Gesellschaftsform ist jetzt grundsätzlich egal, ja. Muss halt wirklich sich hauptsächlich an ich würde dann eine Gesellschaftsform nehmen, die relativ flexibel an viele, an eine Publikumsgesellschaft sich richtet, oder an ein Publikum sich richtet. Als Genossenschaft ging das. Ich bin aber kein Freund von Genossenschaften. Sie sind ein bisschen zäh, juristisch. Also ein bisschen, ja, extrem hoher Regelungsbedarf. Und viele Menschen ärgern sich dann im Ergebnis drüber. Also ich favorisiere dann zum Beispiel eine GmbH und KKG. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, aber ich weiß auch, dass eine Genossenschaft hat auch immer so ein gewisses Image. Ja, die Taz ist Genossenschaft, Fermondo, wer das kennt, ist eine Genossenschaft. Würde ich dann zum Beispiel nochmal überprüfen, ob ich da wirklich Vorteile bei der Genossenschaft habe. Ich mag sie jetzt, also als Jurist mag ich sie aus einigen Gründen nicht. Ich habe hier vorne noch. Ich hatte die Frage zu Privatsphäre, was solche Coins anbelangt, also genau die Anonymität. Gibt es da irgendwelche Rechtssicherheit in Zukunft, dass das so bleiben wird? Oder gäbe es die Möglichkeit halt, zu erzwingen, dass man jeglichen Besitz an diesen Coins öffentlich machen muss, also Regierungen gegenüber. Also den Finanzamt, klar muss man das machen, aber es gibt halt einen Unterschied, dass man das per se publizieren muss und dass man nur, wenn man halt steuerpflichtig ist, das publizieren muss. Okay, die Frage war, Coins sind im Moment pseudonym oder es gibt auch anonyme Coins. Und wird das in Zukunft geändert? Also wird es in Zukunft eine Pflicht geben, dass man halt die Coins publik machen muss? Also, ja? Ganz gut. Es gibt halt, wie die Rechte sich entwickeln werden, das ist, ja. Kann ja keiner voraussehen. Ja. Aber zum Teil gibt es ja solche Sachen, dass man sich auf ein Gesetz berufen kann, wo man sagt, das steht zum Beispiel in der deutschen Verfassung oder einer anderen Verfassung. Und wenn man sich darauf beruht, hat man eine gewisse Garantie, dass es schwer wird, es rechtlich umzusetzen, die Anonymität zu verlieren. Das ist so gewesen. Ja, also die Frage war, habe ich irgendwie einen verfassungsrechtlichen oder einen höherrechtlichen Schutz, der mir die Anonymität garantiert? Nein. Ja, gibt es nicht.
Das wird auch immer mehr eingeschränkt werden. Also ich sehe das im Moment mit Bedenken. Man schiebt da den Terrorismus vor. Die Schweiz hat, glaube ich, schon angefangen, oder was, Österreich, Bargeld, die Schweiz hat, wollte Bargeld ein, das Zirkulieren von Bargeld einstellen. Der 500-Euro-Schein soll abgeschafft werden. Ja, ist auch im Gespräch. Die Tendenzen sind da ganz klar. Und es gibt halt keinen Grundrechtsschutz direkt, ja, der schrankenlos gewährt wird. Das kann man alles durch ein einfaches Gesetz einschränken. Also einfaches Gesetz ist ein juristischer Begriff im Gegensatz zur Verfassung. Und ich erwarte halt, dass es dort vom Gesetzgeber her Tendenzen gibt und Wünsche gibt, dass diese Anonymität aufgehoben wird. Ja, sehr interessanter Vortrag, danke. Okay. Ich bin ehrlich gesagt mit leicht anderen Erwartungen in diesen Vortrag gekommen. Ja. Und zwar, ich bin Unternehmer und ich möchte jetzt nicht irgendwie großartig damit handeln oder irgendwie erzeugen oder irgendwie steigende Maßnahmen machen, sondern das einfach als Zahlungsmittel akzeptieren. Ja. Kannst du da vielleicht so ein paar Worte zu sagen? Unproblematisch. Sie ist so wie Bargeld. Okay, also ich muss ganz normal Umsatzsteuer, wenn ich an Endkunden... Genau. Also wenn du einen Onlinehandel hast... Und deswegen klappt das mit Bitcoin im Moment im Onlinehandel sehr, sehr schlecht. Muss halt immer berücksichtigen, dass da eine extreme Schwankung drin ist. Und du musst halt natürlich, wenn jemand dir Bitcoin bezahlt, das auch in Bitcoin zurückbezahlen. Ja, aber grundsätzlich sind die Coins für den normalen Unternehmer, der das akzeptiert, wie Bargeld. Aber an welcher Stelle bezahle ich denn die Umsatzsteuer? Zu dem Kaufzeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wo ich das... in Euro umtauschen? Zum Zeitpunkt des Kaufs. Ja, das ist nämlich da ist das Austauschgeschäft. Also du musst halt gucken, in dem Moment, also wenn du am 21. das kaufst, also wobei man muss fairerweise noch immer überlegen, wann, also bist du jetzt, bilanzierst du oder machst du Einnahmenüberschussrechnung? Oder bist du dir nicht sicher, was von beiden du machst? Also das musst du deinen Steuerberater fragen. Also wenn ich bilanziere, natürlich in dem Moment, wo die Leistung stattgefunden hat und wenn ich Einnahmenüberschussrechner bin, dann, wenn das Geld auf meinem Konto ist, ja, also beziehungsweise die Bitcoin auf meinem Konto sind. Und ja, da musst du das wirklich taggenau gucken. Ja, da, also ich kann nicht irgendwie, ich gehe jetzt mal davon aus, dass meine kleine Umsätze sind und so, ich kann nicht irgendwie die Bitcoin erstmal ansammeln auf meine eigene Gefahr, dass da irgendwie der Wert hoch oder runter geht und dann hinterher da irgendwie in dem Moment, wo ich es umtausche, pauschal mal 19% abführen oder? Also, du musst das grundsätzlich pro Transaktion festhalten. Da bist du halt als Gesetzgeber verpflichtet. Aber ich kann dir erfahrungsgemäß sagen, dass wenn das in einem relativ geringen Rahmen, also sagen wir mal unter 50 Euro ist oder so, dass das Finanzamt nicht motzt, wenn du das monatlich machst. Ja, also wenn du sagst, ich habe einen Mittelwert gebildet. Ja, die wollen sich da auch nicht Arbeit umsonst machen. Ja, also sie wollen halt keinen Ausfall für den Fiskus haben. Aber wenn das halt wirklich so in dem Bereich ist, dann interessiert die das nicht. Also Bitcoin für Unternehmen in dem Bereich, also dass du es als Zahlungsmittel akzeptierst, ist rechtlich und steuerlich relativ unspektakulär. Es gibt natürlich dann betriebswirtschaftlich Probleme, wenn ich jetzt das akzeptiere für 580 Euro und dann steigt der auf 700 und du musst halt deinen Lieferanten in Euro bezahlen, aber wenn der jetzt Widerruf geltend macht, auf einmal Bitcoins in Höhe von 700 Euro raushauen. Das ist dann natürlich eine Problematik. Wenn ich dann länger auf den Bitcoins sitze und die Wertsteigerung ist dann da, dann steigt der die Umsatzsteuer nicht mit oder was? Ne? Nein, die Umsatzsteuer steigt nicht, aber Betriebsvermögensvergleich, der Ertragssteuer steigt. Ja, okay. Ja. Gut. Ich hätte noch eine Frage zu so einer Grundsätze. Entschuldigung, der Kollege hinter Ihnen. Also wird das dann letzten Endes genauso verrechnet wie eine Fremdwährung im Betrieb? Ja. Also der Kollege hat gefragt, wird das verrechnet wie eine Fremdwährung? Ja. Das ist so, ich rechne das um. Wenn ihr die Sachen dem Steuerberater gebt oder selber bucht, muss natürlich eure Konten, wenn ihr jetzt hier in Deutschland buchhaltungspflichtig seid, in Euro umrechnen. Ja, und der rechnet das dann um wie eine Fremdwährung. Zweite Frage. Gut. Der Kollege fragt, wenn ich als Privatperson Mining betreibe. Streng genommen nein. Du kannst als Privatperson nicht Mining betreiben. Das muss dann wirklich so
marginal sein, ja, also so wenig Gewinn abwerfen, dass man da jetzt sagt, okay, das ist eher Liebhaberei oder so. Also streng genommen, bist du in dem Moment, wo du Gewinnerzielungsabsicht dir die Sachen kaufst und das Teil anschließt und das laufen lässt, bist du gewerblich unterwegs. Aber wie gesagt, das Finanzamt hat das nicht auf dem Schirm. Die sagen im Moment sogar noch, es ist steuerfrei, nutzt das noch aus und ansonsten beruf dich auf die 600-Euro-Regelung und sagt dann halt so, ja, wusste ich nicht besser. Nein, die Solaranlage ist vom Finanzamt erkannt. Also die Solaranlage ist natürlich von der Problematik her das Gleiche, aber da bin ich immer direkt im Gewerbe drin. Ja, es sei denn, ich habe jetzt diese Solaranlagen, die ich hier in die Steckdose reinstecke oder so. Ja. Aber die Einspeiseteile bin ich halt sofort mit drin. Und hier ist es halt so, das Finanzamt geht immer noch davon aus, wie es früher mal war, dass ich halt auf dem Rechner ohne spezielle Software, ohne Strom, also ohne nennenswerte Stromkosten so Coins erwirtschaften konnte oder rechnen konnte. Da sind wir halt mittlerweile deutlich weiter weg. Aber vom Prinzip her ist es dann, also muss ich fairerweise sagen, vom Prinzip her ist es ja so, aber Finanzamt sieht es halt nicht. Hier vorne noch. Ja, nochmal so eine eher grundsätzliche Sache. Und zwar hat man ja bei verschiedenen Aspekten eigentlich keinen richtigen, ja, ich sag mal, Vertragspartner auf der anderen Seite, sondern das Peer-to-Peer-Netzwerk oder das Protokoll halt als Gegenüber. Das ist ja rechtlich so ein bisschen schwer zu fassen, oder? Das kommt mir alles so ein bisschen unzutreffend vor. Also beispielsweise, wenn jetzt das Kryptogeld ein Recht ist auf eine Allozierung in der Blockchain, das kann natürlich ein Hardfork sich ändern. Das kann ich aber ja irgendwo einklagen, mein Recht. Also, Kollege meint, ich habe keinen richtigen Vertragspartner, wenn ich jetzt in dem Bereich unterwegs bin. Und die Rechtsverfolgung sei schwierig. Stimmt. Ja, ja, stimmt. Also, also Bitcoin und auch viele Altcoins waren natürlich darauf angelegt, dass sie ohne rechtlichen Beistand, also rein faktisch, sich durchsetzen, ohne dass ich die Forderungen einklagen muss. Smart Contracts gehen in diese Richtung. Das heißt aber nicht, dass ich keinen Vertragspartner habe. Nur weil ich den nicht kenne, heißt das nicht, dass ich keinen habe. Und das Peer-Netzwerk, das ist halt so wie... wenn ich irgendeinen Brieffreund habe, dann kann ich auch nicht zur Post gehen und sagen, pass mal auf, ich kenne meinen Brieffreund nicht, ich verklage dich oder so oder du bist mein Ansprechpartner. Nein, es ist wirklich nur das Netzwerk. Und wenn ich dann halt jemanden identifizieren kann, dann kann ich ihn halt auch dementsprechend verklagen, ja, oder Leistungen beanspruchen oder also es ist halt dementsprechend dann machbar, aber ich gebe recht, es ist schwierig zu erfassen, aber juristisch halt trotzdem eindeutig. Gut. Ich sehe gerade, ich muss Schluss machen. Also wer noch Fragen hat, man kann mich halt da erwischen oder halt nehmt euch meine E-Mail-Adresse mit. Da könnt ihr gerne auch Fragen stellen. Ich bin immer froh drum, dass man halt einfach mal sich schlau macht und ich da Support leisten kann. Wäre mir halt dann wichtig, weil das ein sehr spannendes Thema ist, das ich halt gerne unterstütze. Vielen Dank.